Ja, hallo und herzlich willkommen in meiner neuen Videoreihe mit dem Thema Buchschreiben 2021, die Königsdisziplin im Online-Marketing. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit einem Buch dir ganz einfach ein Online-Business aufbauen kannst und wie du durch dieses Buch bestimmte Ziele erreichen kannst, wie du kostenlos Werbung schalten kannst. Und natürlich auch werden wir uns ein Thema aussuchen. Wir werden passende Keywords recherchieren zu diesem Thema. Ich zeige dir auch, welche kostenlose Tools du dabei benutzen kannst und wie du das Ganze kostenlos veröffentlichen kannst. In einem weiteren Teil geht es dann auch darum, wie du dein Buch am besten vermarkten kannst, welche Möglichkeiten du nutzen kannst, um Bestseller zu werden. Und natürlich mit dem obersten Ziel, mehr Leser zu erreichen, mehr Bewertungen zu erhalten, regelmäßige Einnahmen zu erzielen und natürlich kostenlos Werbung für dein Business zu schalten. Ich habe bereits ein Buch geschrieben. Ich habe damit schon vor einigen Wochen angefangen und habe es jetzt zu Ende gemacht. Das wird jetzt noch lektoriert und geprüft, editiert etc. Und dann wird es auch veröffentlicht. Mein Buch heißt Meine finanzielle Freiheit, Online-Business aufbauen und starten, sofort Erfolg mit Online-Marketing. Und ich habe in diesem Buch meine persönlichen Erfahrungen niedergeschrieben im Bereich Online-Business und habe auch mehrere Anleitungen genau dort aufgeschrieben zum Thema Keywords recherchieren, Leads generieren, Online-Business aufbauen, wie schalte ich Werbung, welche Möglichkeiten habe ich, um günstigen Traffic zu bekommen und Reichweite aufzubauen und so weiter und so fort. So, wir gehen jetzt mal davon aus, das Buch ist schon veröffentlicht und ich habe ja in diesem Buch ein bestimmtes Thema ausgesucht, und zwar das Thema Kindererziehung, zu dem wir jetzt die Keywords, also die passenden Keywords, recherchieren werden. So, wir gehen da wie folgt vor. Das habe ich ja im Buch schon aufgeschrieben, alles, und passend dazu werde ich jetzt dieses Video aufnehmen und veröffentlichen, damit meine Leser so viel Mehrwert wie möglich auch bekommen. So, wir starten jetzt einfach mal, wie auch im Buch beschrieben, mit der Keyword-Analyse. Und zwar haben wir einfach das Thema Kindererziehung genommen. Du kannst auch ganz viele andere Themen nehmen, aber an diesem Beispiel kannst du dich dann später auch orientieren. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hin und schauen mal, was bei Google zum Thema Kindererziehung vorgeschlagen wird. Wir geben also, wie auch im Buch beschrieben, Kindererziehung bei Google ein und gucken uns mal an, was dort für Ergebnisse kommen. Wir haben jetzt hier Kindererziehung Buch, Kindererziehung Rente, Kindererziehung Sprüche, Islam, Englisch, Psychologie, Rentenpunkte, Tipps und in Syrien. So, wir machen jetzt einfach mal einen Screenshot davon, ganz kurz mal eben. Schneiden das Ganze mal aus. Du solltest bei dem Ausschnitt auch schauen, dass du hier das Google mitnimmst, damit du später weißt, worum es da geht. Und das tun wir dann später auch rausschreiben, das Ganze, und machen jetzt direkt mal weiter. Und zwar gehen wir in eine andere Suchmaschine, nämlich bei YouTube, und geben hier ebenfalls Kindererziehung ein. So, gucken jetzt, was hier für Ergebnisse kommen. Kindererziehung, Psychologie, leicht gemacht, Islam, Kindererziehung ohne Schimpfen, das ist neu, wie du gemerkt hast. Kindererziehung, Tipps, Hirnforschung bei Kindern, das war jetzt bei Google nicht der Fall. Dann haben wir Kindererziehung christlich, Quark, Steady, Dokumentation, Bibel, Hörbuch, Kindererziehung ist ein Kinderspiel und Kindererziehung Birkenbild. Okay, dann machen wir uns hier ebenfalls auch einen Screenshot und du das Ganze später auch bearbeiten. Wir nehmen jetzt hier das YouTube-Zeichen mit, damit wir wissen, woher das kam. Okay, dann gehen wir hin zu einer weiteren Suchmaschine. Das habe ich ja wie bereits alles im Buch
niedergeschrieben. Das ist jetzt einfach eine Ergänzung für die Leser. So, Kindererziehung Buch haben wir hier wieder Kindererziehung ohne Schimpfen. Wir merken jetzt schon, dass Kindererziehung ohne Schimpfen sehr, sehr oft gesucht wird. Kindererziehung ab einem Jahr im Westen, ab 3 Jahre, Bücher, Islam wieder, also Islam wird auch sehr, sehr oft gesucht. Kindererziehung im Jetzt, ab 6 Jahre und Kindererziehung für Dummies. Das ist neu, das hatten wir bisher, so wie ich festgestellt habe, noch nicht. Okay, machen jetzt einfach mal auch hier einen Screenshot. Nehmen auch hier das Amazon-Zeichen mit. So. Jetzt gehen wir einfach mal weiter und gehen auf gutefrage.net. Dort habe ich ebenfalls Kindererziehung bereits eingegeben. Und hier hast du schon die wichtigsten Fragen, die zu diesem Thema gestellt werden. Und dann kannst du dir hieraus auch die Fragen dementsprechend auch rausschreiben. Und wenn du dann die passenden Antworten zu diesem Thema auch bieten kannst, dann hast du schon praktisch gewonnen. Da wird das Buch gelesen, weil du weißt ja, es wird danach gesucht, es wird danach gefragt und wenn du die Antworten hast, dann hast du es geschafft. So, wir haben jetzt hier eine Frage zum Beispiel, was würdet ihr in der Kindererziehung rückblickend anders machen? Was hat sich für euch nach Kindererziehung geändert? Was sind die Nachteile einer geschlechtsneutralen Kindererziehung? Dann hier, wer sollte für Haushalt, Kindererziehung, Einkommen in der Familie zuständig sein? Was bedeutet für euch Kindererziehung? Was haben wir noch? Kindererziehung ist eure Meinung dazu. Was haben wir noch für wichtige Fragen? Wie war die Kindererziehung früher? Zum Beispiel auch ein sehr, sehr gutes Thema. Darüber könnte man auch zum Beispiel berichten. Dann, wie viel darf bzw. muss sich der neue Partner in die Kindererziehung einbringen? Auch eventuell ein wichtiger Unterpunkt, Kindererziehung in Deutschland, wie haben euch eure Eltern diszipliniert? Dann Umgangsrecht, dann was haben wir noch mit Gewichtswesten? Ist Hausarrest bei der Kindererziehung sinnvoll? Ja, auch eine gute Frage. Und hier zum Beispiel, ist das Schlagen von Kinder oder Kindern, besser gesagt, eine christliche Kindererziehung und so weiter und so fort. Das kannst du dir später alles dann auch anschauen und dementsprechend auch weiter recherchieren. So, das ist ja nur ein Beispiel. Jetzt gehen wir mal zurück und schauen, was wir da alles bereits recherchiert haben. Ich mache das jetzt alles mal auf. So, was haben wir noch hier? Ganz kurz. Und dieses. So, jetzt nimmst du am besten eine Google-Tabelle oder eine Excel-Tabelle. Ich habe jetzt hier auf diesem System kein Excel drauf. Dann habe ich jetzt hier eine Excel-Tabelle vorbereitet. Und das, was wir bisher gemacht haben, ist nur die Vorbereitung für die Keyword-Recherche bzw. Keyword-Analyse, damit wir die passenden Begriffe erstmal haben. Und jetzt schreiben wir uns einfach mal die wichtigsten Begriffe raus und übertragen das in unsere Tabelle. Zum Beispiel hier Kindererziehung Buch wird sehr, sehr oft gesucht. Ich versuche das mal hier so ein bisschen nebeneinander zu stellen. So, Kindererziehung Buch, Psychologie, leicht gemacht, ohne Schimpfen, Kindererziehung Tipps, Islam, für Dummies. Und so weiter und so fort. Okay, dann gehen wir mal hin in die Tabelle und fangen jetzt einfach mal hier an und schreiben jetzt Kindererziehung Buch. Ich schreibe jetzt alles klein, weil ich nachher auch daraus die Keywords recherchieren möchte. Dann ist es die Groß- und Kleinschreibung egal. Was hatten wir noch? Kindererziehung, Moment, ohne Schimpfen. Dann hatten wir Kindererziehung Islam.
Dann hatten wir Kindererziehung für Dummies, Kindererziehung Psychologie. So, jetzt gucken wir mal kurz zurück, was wir da noch hatten. Damit hatten wir Kindererziehung christlich zum Beispiel. Das könnte man auch noch aufnehmen, schreiben wir auch rein. Ich tue das Ganze mal hier so. Genau, funktioniert wie bei Excel. Mit einem Doppelklick kann man das Ganze hier anpassen, die Größe. Okay. Und was hatten wir jetzt? Kindererziehung. Beziehung christlich. Habe ich das jetzt richtig geschrieben? Ich glaube schon. Okay. Gehen jetzt nochmal zurück, schauen, ob wir vielleicht noch etwas vergessen haben. Du kannst es natürlich auch anders machen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie man es machen kann. Okay, das haben wir, das haben wir. Was haben wir noch hier von Google? Buch haben wir, Rente, Sprüche, Islam hatten wir, Psychologie, Rentenpunkte, Tipps, Kindererziehung, Tipps zum Beispiel, das könnten wir noch mitnehmen und Rente, Kindererziehung, Rente und Tipps. Okay, dann machen wir hier vorne jetzt einfach mal Kindererziehung, Rente und Kindererziehung. Tipps. Okay, dann haben wir es soweit. So, und gleich siehst du, warum wir das Ganze gemacht haben. So, jetzt haben wir hier ein paar Begriffe. Ich habe sie jetzt nicht gezählt, ist ja auch egal. Du kannst auch mehrere nehmen. Je mehr du nimmst, desto besser, desto umfangreicher. So, wir tun uns jetzt das Ganze mal markieren. Tun das Ganze einmal kopieren und gehen dann hin in unser Google Ads Account. Das habe ich in dem Buch auch genauso beschrieben. Das ist der erste Schritt. Dann gehen wir hier unter Tools und Einstellungen, Planung, Keyword Planner oder Keyword Planner, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Delete jetzt noch mal kurz, manchmal dauert das ein bisschen und werden jetzt hier diese Keywords eintragen und werden schauen, welches Suchvolumen zu diesen Keywords angezeigt wird. Also wie oft wird im Monat nach diesen Keywords gesucht. So, wir tun das Ganze jetzt mal hier einfach einfügen. Jetzt haben wir hier 2, 4, 6, 8 Begriffe. Normalerweise tue ich da viel, viel mehr rein, aber für das Beispiel reicht es erstmal und drücke jetzt einmal auf Ergebnisse anzeigen. So, warten jetzt kurz, dass das geladen wird. Das machen wir mal weg, damit das ein bisschen größer ist. So, und jetzt hast du hier schon 186 Keyword-Ideen, welche verfügbar sind. So, das sind die, die wir eingegeben haben. So, dann haben wir hier Kindererziehungszeiten. Was haben wir noch? Beantragen, Rente, Rente, Kindererziehungszeiten. Okay, hier kommen jetzt die ersten guten Ergebnisse. Rentenversicherung bei, ich mache das mal ein bisschen größer. Bei Kindererziehung, Rente, Kindererziehung, okay, da hier geht es um Rente. Was haben wir noch? Antrag auf Kindererziehungszeiten und so weiter und so fort. Das ist erstmal eine grobe Übersicht. Das tun wir jetzt einfach so hinnehmen und machen jetzt hier auf Keyword-Ideen herunterladen und tun das Ganze in eine Google-Tabelle rein. So, okay, machen wir einfach so herunterladen. Warten wir mal kurz, bis der Bericht erstellt wird und machen die Tabelle auf.
So, jetzt haben wir hier schon die Ergebnisse. Delete noch steht hier. Na komm. So, okay, jetzt ist er fertig. So, dann machen wir das mal ein bisschen größer, die Spalte, beziehungsweise, ja, genau. Und das, denn der Rest kannst du stehen lassen, also hier die ganzen Daten und so weiter kannst du dann später eventuell benutzen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, hier hast du erstmal die wichtigsten Keywords, die zu diesen Themen, die wir vorher recherchiert haben, aufgelistet und kannst sie dann später in deinen Anzeigen berücksichtigen bzw. auch benutzen. Was aber hier auch für dein Buch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass du erst einmal einen Titel dir kreierst und dazu benutzen wir zum einen die Suchergebnisse von gutefrage.net, weil hier siehst du ja die Fragen, worum es geht, also hier Kindererziehung, Umgangsrecht, Kindererziehung, Gewicht, Westen und so weiter und so fort. Und zum anderen auch ein exzellentes Tool, das finden wir unter answerthepublic.com. Dann gehen wir auch einmal hin. Das brauchen wir nicht. So, wählen jetzt hier auch erstmal Deutschland bzw. Germany aus. Das habe ich ja auch im Buch genauso beschrieben und machen auch die Sprache Deutsch und geben jetzt hier Kindererziehung ein. Das habe ich ja schon recherchiert. Übernehme ich einfach. Prüfen, ob das richtig geschrieben wurde und dann auf Search klicken. So, jetzt warten wir mal kurz, was da für Ergebnisse kommen. So, das ist auch gleich soweit. Dauert meistens so paar Sekunden, bis die ganzen Ergebnisse geladen werden. Und jetzt hast du hier ebenfalls, was haben wir hier, 38 Fragen zum Thema Kindererziehung. So, und das sind jetzt zum Beispiel in deinem Buch, könnten das die Überschriften sein, die, wo du dann die passenden Antworten dazu lieferst. Zum Beispiel hier, das, was sehr, sehr grün ist sozusagen. Das wird am meisten gesucht und dann immer weniger und weniger und so weiter. Und hier haben wir zum Beispiel Kindererziehung. Was ist wichtig? Zum Beispiel. Dann gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Zeiten der Kindererziehung. Was haben wir noch? Kindererziehung, das Wichtigste. Warum ist Kindererziehung so schwer? Könnte auch ein super, eine super Überschrift sein. Kindererziehung, wann beginnen? Okay, Kindererziehung, wie mache ich es richtig? Kindererziehung, wie streng? Wie streng soll man sein? Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Und wie setze ich mich durch? Ebenfalls eine Überlegung wert, das aufzunehmen. Dann, was haben wir noch hier stehen? Wie wird die Kindererziehung bei der Grundrente ange... Keine Ahnung, was dahinter steht. Muss ich da ein bisschen kleiner machen. Rente für die Kindererziehung, wann beginnt die Kindererziehung und so weiter und so fort. Ne? Also hier aus diesen Ergebnissen hier kannst du schon deine Titel, deine Überschriften, deinen Content sozusagen formulieren und kannst da schon die passenden Antworten finden. Das heißt, wenn du jetzt darüber nachdenkst, überhaupt mit dem Buchschreiben anzufangen, du hast noch kein Thema. Du hast noch keine Überschriften, du weißt gar nicht, was du den Lesern da draußen mitteilen möchtest. Dann machst du genauso eine Keyword-Recherche erst einmal und kannst dann schauen, wonach wird am meisten gesucht, welche Fragen stellen sich die Leute da draußen, welche Antworten sind erwünscht. Und wenn du dazu die passenden Antworten bieten kannst, dann bist du sehr, sehr gut dabei. In meinem Buch habe ich auch das Thema Experte auf deinem Gebiet erläutert.
Da geht es einfach darum, dass jeder, der über ein überdurchschnittliches Wissen auf einem bestimmten Gebiet verfügt, ein Experte ist. Bedeutet, wenn du ein Vater bist oder eine Mutter bist, dann bist du für die Leute, die noch gar keine Erfahrung haben mit Kindern, ein Experte. Ne? Das kannst du gerne auch bei Wikipedia nachlesen. Und wenn du jetzt aus deinen Erfahrungen berichtest und diesen Personen eine Hilfe bietet, sprich Lösungen für deren Probleme, dann wird dein Buch gelesen und du kannst damit auch dir regelmäßige Einnahmen generieren. Beim Thema Buchschreiben und Online-Marketing hast du zwei Verdienstmöglichkeiten. Das eine ist durch die Tantiemen, die du dann bekommst von dem Verlag. In diesem Fall ist es Amazon Self-Publishing, das kostet dich gar nichts, das heißt, du kannst kostenlos dein Buch veröffentlichen. Und die zweiten Einnahmen sind natürlich durch die Provisionen, die du bekommst, indem du in dein Buch bestimmte, ich sag jetzt mal, Kurse, unterstützende Maßnahmen oder was es sonst noch alles da draußen gibt, anbietest. Du hast also zwei Verdienstmöglichkeiten und hast einen einmaligen Aufwand von, ich sag jetzt mal, je nachdem, wie du das Ganze handhaben möchtest, 40, 50 oder auch 60 Stunden, die du dann investierst. Beispielsweise solltest du dich jeden Tag 2 oder 3 Stunden mit deinem Buch beschäftigen, da bist du nach einem Monat durch und hast dann dadurch, ich weiß jetzt nicht wie lange, ich bin ja selbst noch neu dabei, aber auf jeden Fall für eine längere Zeit regelmäßige Einnahmen generiert. So, das war es jetzt erstmal für dieses erste Video und ich werde schauen, dass ich so bald wie möglich noch ein weiteres Video diesbezüglich auch veröffentliche zu diesem Thema. Und da kannst du schauen, dass du das Ganze auch dementsprechend übernimmst. Also was haben wir gemacht? Du hast jetzt gesehen, welche kostenlosen Tools du nutzen kannst, wie du das Ganze kostenlos veröffentlichen kannst, etc. Das Thema werde ich im nächsten Video eingehen. Auch das Thema, wie du dein Buch am besten vermarkten kannst und Bestseller werden kannst, Bewertungen sammeln, regelmäßige Einnahmen erzielen, kostenlos Werbung schalten für dein Business und so weiter und so fort. Deswegen, es lohnt sich, dran zu bleiben. Hat mich gefreut. Vielen Dank für deine Zeit und auf Wiedersehen.